Herzlich willkommen auf der 8. LernOS Convention. Generative KI als Wissensgefährte. So hören ja normalerweise Events auf. Wir starten so. Ein Wow-Effekt, ein Punkt. Bei uns geht es so los. Mein Name ist Christian Kaiser. Ich habe die Freude, mit euch jetzt in diese Convention zu starten. Und ich habe die besondere Freude, zwei besondere TeilnehmerInnen zu begrüßen, die so ein bisschen mit verantwortlich sind, dass wir jetzt mit großem Zauber gestartet sind. Die beiden haben beschlossen, dass die LostCon ein guter Grund ist, ihre Hochzeitsreise zu verschieben, die am Samstag geheiratet haben und nicht losgefahren sind, sondern erst mit uns feiern wollten. Begrüßt die Simone Engelhardt und den Simon Qualmann. Ja, ihr müsst schon aufstehen. Also herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit an sich, aber natürlich auch, dass ihr mit den Wissensgefährten in den Bund des Lebens steigen wolltet. Die Wissensgefährtinnen oder die Wissensgefährt-I, wie wir sie hier auch zu sagen pflegen. Wer hat ein Wissensgefährt-I-T-Shirt an? Ja, herzlich willkommen in der Haus. Lasst euch von Simon und sonst jemand erklären, warum wir ein Y machen. Ansonsten sind die GefährtInnen auch wunderbar. Die richtigen. Und wer schon im letzten Jahr hier war, weiß vielleicht, dass wir mit einer Tradition begonnen haben, dass wir die Flamme des Wissens auf der Bühne entzündet haben. Damals hat es der Simon gemacht und sie ist hier leblos noch auf der Bühne. Und am Ende der Veranstaltung hat er gefragt, wer möchte die Flamme des Wissens erlöschen lassen, und hat als Bedingung gesagt, wenn du das machst, dann bist du aber an der nächsten LostCon wieder da, um sie anzuschalten. Und ich habe die große Freude, dass Viktoria Köster nicht nur die Flamme gelöscht hat, sondern jetzt auch mit auf der Bühne ist. Herzlich willkommen, Viktoria. Gewiss, ich trage mein Lied in alten Weisen von Mittelerde, die uns heute vereine. Ein Gruß an euch von nah und fern. Ihr Wissensgefährten, kennt ihr mich gern. Aus Hügelland von Frankfurt kam ich her. Wie Frodo mit dem Ring durch Land und Meer. Ein Jahr in Finsternis, die Welt lag im Dunkel. Und heute bin ich da, euch zu schenken den Funkel. Zurück ein Jahr, mein erstes Loskornfest. Die Gunst im Lernen mich erkennen lässt. Die Flamme des Lernens durfte ich erlöschen, wie Gandalf den Balrog, stets unerschrocken. So stehe ich hier, die Fackel, wie in alten Tagen, ein Symbol des Strebens, des Wissens ohne Zagen. Olympisch ist ihr Lauf, die Flamme in der Hand, wie Aragorn mit Anduril die Weisheit stand. Heute verbindet sie das Alte mit dem Neuen, der Disziplin des Lernens wir uns treuen. Gefährten, wir im Wandel dieser Zeit, wie Elrond und Legolas stets bereit. Die Welt mit KI, die unser Streben führt, wie Sam und Frodo, wenn der Weg uns rührt. Heut lernt, erfahrt, tauscht aus, seid kühn. Gefährten des Wissens, scheut keine Mühen. Der erste Tag, so reich an Angebot, vom frühen Morgen bis des Abends rot. Die KI-Themen, Workshops, Vorträge erhellen. Auf Discord wird beraten, das Wissen wird uns vorausschnellen. Dank sei auch der KI,
ChatGPT genannt, die mir half, diesen Text zu gestalten, gewandt. Mit kreativer Kraft und klarem Verstand führt sie uns durchs Event Hand in Hand. Vom Schöpfen dieser Verse mit KI Gemach erwuchs das Werk, das ich hier sprach. Im KI-MOOC lernte ich dieses Wissen und nun mein erster Versuch, gewiss kein Missen. So frag ich euch, wie fandet ihr das Gedicht? Gebt Applaus der KI, wenn's euch anspricht. Lasst uns fröhlich sein und stets wissend streben, wie Bilbo und Frodo, doch voller Leben. Die Reise fängt erst an, der Tag erwacht. Gefährten lernen wir in Freundschaft, voller Macht. Gefährten, nun seid Zeugen dieser Tat. Die Flamme des Lernens, die jetzt entfacht. Mit dieser Geste starten wir das Spiel des Wissens und Lernens im großen Stil. Ein Trommelwirbel bitte, liebe Gäste, damit wir feiern diese große Feste. Lasst uns gemeinsam diese Reise beginnen. Die Flamme des Wissens soll stets gewinnen. Danke. Vielen Dank, Viktoria, für die Integration in den Bereich der Mittelerde. Simon schenkt uns ja jedes Jahr, mir vor allem, wieder eine neue Lebenswelt, in die ich mich reindenken darf. Diesmal die Mittelerde und die Wissensgefährten. Und ich finde, das mit den Wissensgefährten passt so wunderbar. Es gibt auch im letzten Jahr in meinem Leben jemand, der offensichtlich diesbezüglich mit magischen Kräften ausgestattet sein muss, dem es gelingt, offensichtlich zu zaubern. Und wir wären nicht gut beraten, ihm diesen Zauberplatz nicht auch auf der Bühne zu geben. Begrüßt mit mir den Gandalf der LernOS-Community, Simon Tückert-Scholarch der Cognon-Akademie und Spiritus Rector der LernOS-Community. In aller Bescheidenheit, unabhängig von dem großartigen Orga-Team, das ich jetzt gleich bejubeln werde, wäre diese Veranstaltung ohne ihn nicht möglich gewesen. Er inspiriert das Team, überrascht ihn auch mit bereits fertigen Ideen, motiviert aber auch am Dranbleiben. Und damit ihr seht, wer für diese Veranstaltung neben ihm mitverantwortlich ist, Orga-Team, bitte mal kurz aufstehen, macht euch sichtbar. Macht euch online sichtbar, ihr, die ihr online seid. Merkt euch diese Menschen gut, falls in den nächsten Herausforderungen der 1,5 Tage Sachen kommen, wo ihr denkt, was ist das denn jetzt? Könnten die schon einen Gedanken voraus sein und sich darauf vorbereitet haben? Auch von mir den herzlichen Dank für diese Form von lernender Veranstaltung. Das ist ein Jahresprozess, der hier passiert. Wir lernen dauernd und weiter und ihr werdet überrascht sein, was auf euch zukommt. Es gibt aber noch mehrere Voraussetzungen, außer dem Simon. Das sind die Supporter der Community. Auch da haben wir letztes Jahr die Tradition begonnen, dass die anwesenden MitarbeiterInnen der Supporter jetzt in die Aktivität eingeladen werden, um sich sichtbar zu machen. Mit finanziell unterstützt haben die LernOS Community. Die Lebensversicherung von 1871. Ist heute jemand in der Haus? Der André. Meine Kollegen von der DATEV-Genossenschaft, ist jemand da? Sie sind da, ich habe sie gesehen. Aufstehen. Von der SAP. Mit. Die Siemens Healthineers. Die Telekom. Das Bayernwerk.
die Digital Workplace Experten von IPI. Und Vitesco Technology. Herzlichen Dank fürs Supporten und auch in diesem Jahr fürs Mit-Dabei-Sein und Mitleben und Erleben von Community. Ich finde es großartig, Geld zu geben. Es ist eine, aktiv mitzugestalten, noch viel, viel mehr. Und ich möchte an der Gelegenheit nutzen, auch unseren Online-Raum, Perfectly Hybrid. Wir meinen das ernst, ihr habt es vom letzten Jahr schon gemerkt. Und ich weiß, dass die Sandra jetzt emotional vorbereitet ist, dass ich sie als Online-Moderatorin mit begrüße. Sandra, bist du schon sprechfähig? Ja, ich bin immer sprechfähig. Hi, Leute! Wir hören dich. Sehr gut. Ich grüße euch alle. Wie viele sind wir online? 55, eine Schnapszahl, ja! Großartig, großartig. Ich finde es bei diesen hybriden Veranstaltungen die wahnsinnige Herausforderung, dass ich nicht nur diese Lebenswelt realisiere, sondern auch realisiere, dass es eine Online-Lebenswelt ist. Und dafür ist Sandra und aber auch alle anderen verantwortlich. Guckt aufeinander, denkt dran, dass wir hier nicht nur hier im Raum sind, sondern auch online und guckt, dass ihr bei der Kommunikationssituation heute, aber vor allem auch in den Sessions morgen alle Welten mitbedenkt. Sandra, vielen Dank, dass du uns da unterstützt. Und das, was Sie jetzt so souverän einfach gehört haben, ist ja diese Zauberei von diesem Hybrid. Vielen Dank an Benedikt und Andi und den Marcel hinten an der Technik, dass ihr das möglich macht. Es fühlt sich dann federleicht ein, wenn es gut funktioniert. Dafür braucht man Menschen, die das federleicht können. Wenn mal irgendwas nicht so ist, wie ihr wollt, dann artikuliert das. Haltet nicht etwas aus, macht jemand aufmerksam, dass etwas nicht gut ist, der Ton zu leise, zu laut. Artikuliert euch, dann kann auch geholfen werden. Und damit ihr wisst, auf was ihr euch eigentlich eingelassen habt, erklärt euch jetzt Victoria, was heute auf euch zukommt und morgen. Jawohl. Hallo, also nochmal Hallo von mir als Victoria. Herzlich willkommen. Ich freue mich, mit euch in der Burg zu sein und jetzt als ich und nicht als gesandte Fackelträgerin aus Mittelerde. Ich finde, es ist ein ganz tolles Flair hier und ein richtig schönes Feeling in dieser Burg und passend auch einfach zu diesem Motto in diesem Jahr. Ja, wie kam ich denn eigentlich zur LOSCON? Das ist jetzt erst mein zweites Jahr und ich wollte euch gerne einmal abholen. Es war ein ziemlicher Zufall. Ich war mit dem Andreas, auch zufällig, dass ich ihn da getroffen habe, von der GFWM auf einem Barcamp und hatte dann da eine Session vorgeschlagen zum Thema lernende Organisation, weil mich das Thema sehr beschäftigt. Auch schon viele Jahre, eher aus dem wissenschaftlichen Blickwinkel. Und der Andreas hatte an diesem Tag eigentlich wollte er eine andere Session besuchen, hat aber dann Gebrauch von dem Gesetz der zwei Füße gemacht. Das werdet ihr morgen auch noch kennenlernen, falls ihr es nicht kennt, und kam dann in meine Session. Und dann haben wir uns unterhalten und am Ende sagt er dann, ach du Victoria, also da gibt es jemanden, den müsstest du mal kennenlernen, der Simon. Und da, das ist nicht nur der Simon, da ist eine ganze Community dahinter, die alle dazu dem Thema was zu sagen haben, worüber du heute gesprochen hast. Zum Thema lernende Organisation, lebenslanges Lernen. Dann habe ich den Simon angesprochen. Und er sagte, ja, das stimmt. Komm doch mal her zu unserer LOSCON. Dachte ich mir, okay, also erstmal war ich ein bisschen getroffen, dass ich das nicht mitgekriegt habe, dass es sowas gibt hier, so eine tolle Community, und dachte mir aber, okay, das probiere ich doch mal aus. Ja, und dann habt ihr, also ein Teil von euch, mich auch letztes Jahr schon kennengelernt. Ich war begeistert. So viele Praktiker hier, ihr habt alle was zu sagen, ihr habt so viel Wissen und teilt es miteinander. Und auch wie ich hier als Neuling letztes Jahr aufgenommen wurde, das war echt super. Ich habe mich total angenommen gefühlt, es war super freundlich mit euch und ich wünsche mir das heute auch für die Neulinge dieses Jahres. Könnt ihr mir einmal ein Handzeichen geben? Wer ist denn diesen Jahr neu hier? Einmal Applaus für euch. Schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, alle anderen haben sich die Gesichter gemerkt. Bitte ansprechen. Großes Potenzial. Wir freuen uns, dass ihr hier den Weg zu uns gefunden habt. Herzlich willkommen in der Community. Soweit dazu und jetzt gucken wir uns doch mal an, was das Programm heute zu bieten hat für uns. Also, es ist natürlich wieder sehr vielseitig und wir wollen euch aktiv einbinden. Ihr müsst auch mitdenken, wir wollen hier zusammen was gestalten, deswegen ist mein Tipp,
Lasst das E-Mail-Programm von der Arbeit am besten einfach zu und kehrt mal mit uns ein in diese Bubble hier der LernOS. Dann dürfen wir uns heute von Impulsvorträgen inspirieren lassen. Es startet mit 13.30 Uhr mit Simon, der uns ein Update über die wichtigsten Ereignisse in der Community gibt, nämlich LernOS State of the Union nennt er das, und da bin ich schon ganz gespannt. Da hat sich bestimmt einiges getan, vor allem auch mit dem LernOS KI-Leitfaden, bin ich gespannt. 13.50 Uhr ist dann Markus Hormes dran mit dem Thema Teaming with AI, Potenziale für Lernen und Arbeiten im Teams. Was können wir in der Arbeit, im Unternehmen eigentlich mit KI nun alles machen und vor allem wie auch im Team? Dann gab es einen großen Wunsch aus der Community, das wurde letztes Jahr herangetragen, mehr ans Netzwerken zu kommen. Deshalb gibt es heute eine Networking-Session mit Anke Schiffer-Scholle. Ja, richtig, sehr gut. Und Sabrina Stang. Ja, seid gespannt, ich bin auch gespannt, habe das noch nicht erlebt auf so einem Event, so ein aktives Networken, sonst ist man ja so auf sich selbst gestellt, aber bin gespannt, freue mich. Und es steht unter dem Motto, die Suche nach den WissensgefährtInnen oder meinen WissensgefährtInnen. Mit wem möchte ich gerne den Weg weitergehen und wo sind gemeinsame Interessen? Dann haben wir um 16.40 Uhr einen weiteren Impulsvortrag von der Dorothea Winter. Wie KI zum Pinsel für Wissensarbeiter wird, finde ich einen super Titel, hat auch den Hintergrund so, es kommen langsam auch Befürchtungen hoch, gerade bei den Wissensarbeitern. Was ist denn eigentlich mit meinem Job jetzt? Ist das in Gefahr oder nicht? Und sie gibt da wohl Anhaltspunkte, wie wir die KI nutzen, also zum unserem Pinsel machen können. Dann kommt auch ein toller Punkt, die Lightning Talks. Das habe ich auch letztes Jahr zum ersten Mal erlebt. Das sind kleine 5-Minuten-Vorträge. Und hatte mich erstmal gefragt, naja, was das wohl ist. Und ich fand es aber richtig toll, weil es war super informativ und total kurzweilig. Und da dürfen wir gespannt sein auf insgesamt 10 Denkanstöße, a 5 Minuten. Und dieses Jahr geht es vordergründig um Berichte aus den Learning Circles aus dem KI-MOOC. Gebt ihr mir mal ein Handzeichen, wer war dabei beim KI-MOOC dieses Jahr? Ja, schon ganz ordentlich. Bin gespannt, ich war auch dabei, was ihr so berichtet. Weiter geht's mit einem köstlichen Abendessen um 18.30 Uhr hier im Saal. Und wir werden auch begleitet von Live-Musik von der Band Sound of 23. Hier gibt's eine besondere Gelegenheit. Hat jemand von euch ein Instrument mitgebracht? Es gibt nämlich die Möglichkeit zum spontanen Musizieren. Nein? Das ist ja schade. Aber vielleicht kommt ja noch spontan so die Lust, entweder zu singen oder zu tanzen. Also beim Tanzen bin ich auf jeden Fall dabei. Singen lieber nicht, fändet ihr auch nicht so gut. Und wir haben noch ein tolles Highlight im Programm um 20 Uhr, nämlich das lang ersehnte Prompt Battle. Hier treten 8 Personen gegeneinander an, um ihre Prompting Skills zu messen. Und es wird auch einen Gewinn dabei geben, nämlich das LernOS Maskottchen Suri, die da unten ist. Und es gibt noch 2 Plätze, ist das richtig? Gibt es noch 2 Plätze? Nur noch einen. Also schnell sein. Wer noch mitmachen will, wer unbedingt das Maskottchen gerne hätte, einmal bei Simon melden bitte. Das war's zum heutigen Tag. Ich glaube, es wurde auch schon ja gesagt, ne? Also 22 Uhr ist hier totales Ende und vorher sollten wir schon längst raus sein, oder? Okay, gut. Und was erwartet uns morgen? Ein spannendes Barcamp, ich hatte es ja eben gerade schon mal erwähnt, da bringen wir morgen nochmal eine Einführung mit Sessions von euch, für euch, also nur Themen, die uns alle hier interessieren. Die eine Hälfte der Themen ist schon festgelegt, die findet ihr schon im Programm. Und die andere Hälfte wird morgen in echter Barcamp-Manier dann erst gepitcht und demokratisch gewählt. Das war einmal der Rundumschwung vom Programm des heutigen Tages und jetzt darf der Christian euch nochmal abholen und erzählen, wie wir hier als GewissensgefährtInnen zusammen den Tag verleben werden. Genau, damit ihr unfallfrei durch dieses Programm kommt, zu Signal, wer war auf der Vorab-Webkonferenz und oder hat den letzten Blogbeitrag von Simon gelesen?
wunderbar vorbereitete Gruppe. Perfectly Hybrid heißt nach Karl-Heinz Pappe, wir sind eigentlich alle in einer Online-Konferenz, auch die, die hier auf der Burg sind. Das heißt, meine Bitte ist, dass ihr, wenn ihr noch kein gutes WLAN oder LTE habt, dass ihr euch irgendwie einloggt. Hinten ist der Zugang ins Gäste-WLAN. Nur der QR-Code funktioniert nicht, das Passwort funktioniert. Checkt euch ein und dann müsst ihr in Discord sein. Die Spielwiesen, die wir digital haben, sind Discord und MS Teams für die Bild- und Tonkommunikation. Ich frage jetzt nicht, wer schon in Discord ist, weil das weiß vermutlich der Simon. Wie viele der Teilnehmenden sind schon in Discord? Also ich habe heute früh geschaut, da waren wir schon mehr als 94%. Es fehlen nur noch wenige. Großartig, großartig. Für die verbleibenden 6%, die müssen jetzt nicht die Hand heben, aber die finden jemanden, der ihnen hilft, in den Discord zu kommen, weil die Idee ist, ihr erinnert euch letztes Jahr an die Vorstellungsrunden. Vorstellungsrunden lösen ja emotional bei Menschen völlig unterschiedliche Sachen aus, auch Panikattacken, dass sie dran müssen. Ihr habt keine Vorstellungsrunde heute vor euch. Ihr habt eine digitale Vorstellungsrunde. Wer es in Discord geschafft hat, findet dort einen Hashtag unter vielen anderen Hashtags, wo ihr euch vorstellen könnt. Einige haben das bereits gemacht, großartig, weil das ist nicht nur ein kurzer Moment des Erinnerns, sondern man kann da auch da bleiben und man kann nochmal nachgucken, wenn man die Person und mit LinkedIn und was. Die, die da noch nicht sind, sollten das auf jeden Fall nachholen. Vielleicht bis 14.30 Uhr, wenn wir dann in die Vernetzungsaktivitäten gehen, damit ihr die, die ihr dann im Vernetzen kennengelernt habt, auch bleibend im Kontakt halten könnt. Auch der Chat in Teams ist ausgeschaltet, weil der findet in Discord statt. Wie genau werdet ihr dann im Lauf dieser Konferenz erleben? Denkt immer an die verschiedenen Welten. Das ist die Idee, dass wir nicht verschiedene Kommunikationsstränge haben, sondern dass es einen durchgängigen Strang gibt. Es gibt dort auch die Möglichkeit, ins Programm zu kommen. Ihr könnt dort auch gucken, was in Mastodon passiert. Also ihr müsst auf jeden Fall in Discord sein. Da findet ihr auch die Einwahllinks in die Teams-Räume. Und wenn Simon sagt, dass wir eine Konferenz KI als Wissensgefährte haben, dann hat er sich nicht lumpen lassen, dass wir auch einen KI-Wissensgefährten haben. Ich weiß nicht, ob ihr ihn schon entdeckt habt, es gibt einen eigenen Chatbot. Weil ich höre jetzt dann auf, euch mit Informationen zu versorgen, die besorgt euch dann der Chatbot. Das heißt, ihr könnt alle Fragen, die ich jetzt noch nicht beantwortet habe und die Victoria noch offen gelassen hat, die fragt ihr den Chatbot. Und ich habe ihm eine Frage gestellt, weil letztes Jahr gab es TeilnehmerInnen, die uns anschließend gesagt haben, dass sie unpassend vertrieblich angesprochen wurden. Und dann haben wir überlegt, wie können wir denn mit unpassenden vertrieblichen Ansprachen umgehen, die sind ja ein bisschen schwierig. Und da hat der Simon gefunden, dass es einen Berlin Code of Conduct für Veranstaltungen gibt, der dabei hilft, solche Übergriffe schon im Vorfeld zu vermeiden. Und da dachte ich, um Gottes Willen, wie bringe ich euch denn jetzt den Berlin Code of Conduct vor? Und da habe ich den Chatbot gefragt, macht man jetzt so. Und der sagt mir Folgendes. Der Berlin Code of Conduct ist ein Verhaltenskodex, der darauf abzielt, eine inklusive, freundliche und sichere Umgebung für alle Teilnehmerinnen von Konferenzen und Benutzergruppen zu schaffen. Dieser Kodex legt die Erwartungen an das Verhalten der Teilnehmenden fest und definiert unakzeptables Verhalten wie Einschüchterung, Belästigung und diskriminierende Äußerungen oder Handlungen. Er fördert die offene Kultur und ermutigt die TeilnehmerInnen, positive Beziehungen innerhalb der Gemeinschaft aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Ziel ist es, ein Umfeld zu schaffen, in dem sich jeder willkommen und sicher fühlt, unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, ethnischer Zugehörigkeit, Fähigkeiten und sozioökonomischen Status oder Religion. Bei Verstößen gegen den Kodex können die OrganisatorInnen Maßnahmen ergreifen, die bis zum temporären oder dauerhaften Ausschluss von Veranstaltungen reichen können. Dieser Kodex wird unter der Creative Commons Attribution Share Alike Lizenz veröffentlicht. Wenn ihr euch mehr interessiert, könnt ihr dann auch den ganzen Kodex lesen. Jetzt gehe ich fest davon aus, dass wir Wissensgefährten das zusammen hinbringen und im Zweifel artikulieren wir, wenn wir das Gefühl haben, dass es nicht passt. Ich hoffe, da seid ihr einverstanden. Nicht einverstanden ist, hätte jetzt die Chance, aber nein, wir gehen jetzt in die Frage,
was noch für die Vorortteilnehmer wichtig ist, wir haben noch ein paar Sachen vorbereitet. Simon, wo ist der Lego-Tisch? Der Lego-Tisch ist da, wo gerade die KollegInnen von Siemens Healthineers sitzen und die Stühle, da findet ihr den. Herzlichen Glückwunsch, ihr wusstet nicht, ob ihr es, ich weiß nicht, ob ihr wusstet, dass ihr jetzt eine Herausforderung angenommen habt. Dort steht das Lego-Set Bruchtal. Die Challenge ist, dass wir bis zum Ende der Veranstaltung dieses Set aufbauen. Also ihr könnt anfangen, könnt auch jetzt einen anderen Platz suchen. Wer dort mitspielen will und ein Lego-Set aufbauen will, wir hatten letztes Jahr ein bisschen Lego, dieses Jahr Lego zum Dranbleiben, gerne auch Fotos davon teilen. Und wenn ihr den Hashtag LostCon24 benutzt, kommt ihr automatisch in Discord, auch in diesen Mastodon-Kanal unten rein. Das heißt, ihr könnt euch auch gegenseitig hier auf der Veranstaltung schon mit Zwischenständen der Lego starkt interpretieren. Wer weniger spielen, sondern mehr lesen will, kriegt im ersten Stock die LostCon24-Bibliothek. Vermutlich hat Simon sämtliche Materialien zur KI für sich besorgt und uns für uns bereit erklärt. Und auch diese Sammlung ist im Discord. Dort kann man sie wahrscheinlich nicht durchblättern, aber man kann sie finden und sich dann, falls man eifersüchtig online ist, auch mit Material versorgen. Und das Programm ist in Pre-Talks und das findet ihr auch im Discord, falls sich jetzt was dynamisch ändert, wenn aus den 9 Lightning Talks nur 8 werden oder sonst irgendwas verschiebt, ist das Pre-Talks-Programm immer aktuell, auch für morgen, für das Barcamp, wo die Hälften der Sessions meines Wissens noch frei sind. Das heißt, wir haben morgen einen echten Session-Pitch. Wer also heute das Gefühl hat, er sitzt auf irgendwas, wo er morgen live pitchen will, die Hälfte der Sessions ist frei und dann wird das Programm sich dort auch aktualisieren, wenn wir die Sessions festlegen. Victoria, fehlt noch was? Nö, ich glaube nicht. Vielen Dank dir, Christian. Ja, also das war es jetzt erstmal von uns beiden. Wir sehen uns dann heute Abend nochmal auf der Bühne, wir machen nochmal ein Wrap-up und leiten den Abend ein. Bevor ich jetzt an den Simon übergebe mit dem ersten Impulsvortrag, darf ich uns allen nochmal einfach einen tollen Tag, eine tolle LernOS-Convention wünschen, mit inspirierenden Gesprächen, wertvollen Begegnungen und neuen Erkenntnissen. Lasst die Reise beginnen. Viel Spaß und bis später.